über 3000. Da leben viel mehr Menschen als bei uns. So sehen dort die Menschen aus, auch die Kinder. Du spinnst ja! Woher weißt du das? Von meinem Papi. Der war für ein Jahr in Afrika. Jetzt gehen wir alle zusammen nach Japan. Wir fliegen. Na und? Und die Stewardessen sind auch alle aus Japan. Von denen kriegt man heiße Tücher aufs Gesicht. Igitt! Das erfrischt. Ja, und dann fahren wir alle über den Nordpol. Aber im Flugzeug ist es überhaupt gar nicht kalt. Ich hab's ja selbst nicht gewusst. Die Situation hat sich einfach geändert. Und was kann ich denn dafür? Na, letzten Endes kommt ja auch ein bisschen auf die Arbeit an. Sag mal, Robert, warum erzählst du mir das eigentlich alles? Du bist ja schließlich Inas Bruder. Soll ich hier etwa... Nein, ach. Hör mal zu. Mutter und ich, wir haben dich ein ganzes Jahr lang so gut es ging vertreten. Aber jetzt, wo du wieder zu Hause bist... Ja, ja, ist ja gut, du warst ja nicht gemeint. Ich wollte einfach mit jemand darüber reden. Da dürfte Ina die einzige richtige Adresse sein. Aber einen Tipp kannst du mir doch wenigstens geben. Wenn du unbedingt willst. Je länger du die Sache hinausschiebst, desto schlimmer wird's. Entschuldige, ich dachte, es macht dir Spaß, wo ich ihn doch schon habe. Außerdem sagen alle, er steht mir gut. Ja, wahrscheinlich sagt das Gerti und Herr Martin, nicht? Hast du was? Nein, du, soll ich ihn haben? Hm? Ja, doch, Hunger habe ich, ja. Ja, ich bin gleich fertig. Sag doch noch schnell den Kindern gute Nacht, hm? Na, ihr Rabauken. Komm mal raus, hier. Sag mal, Papa, guten Tag. Ja, mein Glück. Er wird aber geschlafen, was? So, hopp, jetzt aber rein. Leg dich zu, heute Morgen ein bisschen auf hier. Du, Papi, gibt's in Japan eigentlich auch Schulen? Wie kommt dann darauf? Mojo. Na, natürlich gibt's in Japan Schulen. Siehste? Na und, ich freue mich auch so. So, hoffentlich gefällt dir wenigstens das. Garantiert echt nicht aus der Büchse. Man kriegt jetzt schon alle Zutaten fertig zusammengestellt, aber extra. Na? Weißt du, Ina, ich... Was ist? Ach, du nichts, gar nichts. Eigentlich sind ja beim Essen noch eine Menge Zeremonien zu beachten. Bitte sei mir jetzt nicht böse, Ina, ich bin ein bisschen müde, ja. Gut, ich will dir ja nicht auf die Nerven gehen. Aber eigentlich könntest du dich darüber freuen, dass ich mich schon mit dem Land beschäftige. Na ja, schon. Aber warte bloß nicht zu viel vom Ausland. Ich meine, das ist ganz schön, davon abgesehen. Aber stell dir doch mal vor, was wir hier auf engstem Raum zusammen haben, nicht? Da haben wir die Nordsee, da haben wir die Ostsee, da haben wir Steinhuder Meer, die Lüneburger Heide, den Schwarzwald, die Alpen, das Alba. Was hast du denn? Gar nicht, was soll ich dann haben, nicht? Also, wenn man so schwärmt, leidet man entweder an Abschiedsschmerz oder an vorzeitigem Heimweh. Und an beidem leidest du sonst nie. Na, du, bist du so sicher? Bisher war es dir jedenfalls völlig egal, wohin man dich geschickt hat. Hauptsache, die Arbeit war interessant. Ja, das will ich ja damit sagen. Hauptsache, die Arbeit ist interessant, nicht? Aber das ist sie doch in Japan, oder? Du, Robert, ich habe mich schon mal erkundigt, wie wir am besten fliegen. Da gibt es eine fabelhafte Verbindung. Am Montag... Nein, am Sonntag, dem 9. um 15 Uhr ab Hamburg. Dann Zwischenlandung in Alaska, dann überfliegen wir die internationale Datumslinie. Du, wie findest du das? Und sind am Montag um 17 Uhr in Tokio. Glaube ich nicht, Ina. Wie meinst du? Wir fliegen nicht nach Japan. Das Projekt hat sich zerschlagen. Was sagst du? Ja, wir standen ganz dicht vor dem Abschluss, ja, aber nicht zustande gekommen. Eine schwedische Firma hat den Auftrag bekommen. Aber... Ja, Ina, nun frag mich nicht, warum. Ich weiß nicht, warum unsere Firma ausgestiegen ist. Aber Japan ist doch... Ja, Ina, ich kann es doch auch nicht ändern. Japan ist eben nicht mehr akut. Aber wir haben uns doch heute impfen lassen. Ja, Ina, du...
Das tut mir wirklich leid, du. Aber impfen kann doch nicht schaden, nicht? Du, vielleicht reisen wir mal im Urlaub nach Japan, wer weiß. Wie lange weißt denn du schon? Ach du, schon seit ein paar Tagen. Es war wirklich sehr rücksichtsvoll von dir. Und was machst du jetzt stattdessen? Ja, richtig, du, das ist der zweite Teil der Angelegenheit. Ach, das weißt du also schon? Ja, natürlich, klar, das sieht sehr positiv aus. Das ist eine hochinteressante Sache, du. Ich meine, im Grunde genommen viel besser als die Japan-Geschichte. Und zwar? Ja, du, ich soll die Montage unserer Turbinen in einem neuen Kernkraftwerk leiten. Na ja, und später werde ich dann von der Kraftwerk GmbH übernommen als Leiter der maschinentechnischen Abteilung. Wo soll denn das Werk gebaut werden? In welchem Land? Na ja, hier bei uns in Deutschland. In Deutschland? Wo denn da? Nord, West, Süd? Na, Norddeutschland. Ja, da sind wir ja. Wo denn da? Bottenstedt. In Bottenstedt. Oh. Du gehst also nach Bottenstedt. Das heißt für uns nach einem Jahr ohne Sonntag. Eine ganze lange Woche. Ach, was sag ich? Wochen! Gib's doch zu, wann wirst du schon nach Hause kommen können aus diesem... Bottenstedt? Inak. Robert, ich habe auch nur Nerven. Und das halte ich nicht durch. So eine Wochenendehe, das halte ich einfach nicht durch. Ja, Ina, darf ich vielleicht jetzt auch mal was sagen, ja? Wozu? Na bitte, bitte. Kann man natürlich auch miteinander reden. Ina, komm, nur setz dich mal hin, ja, und hör mir mal zu. Du, nicht ich gehe nach Bottenstedt, wir alle gehen nach Bottenstedt. Mein Schatz, ich habe mir das ganz genau überlegt. Schau mal, Japan wäre für uns sowieso nichts gewesen. 3 Jahre höchstens, ne? Jetzt hör mir doch mal zu, Ina! Zeig mir Bottenstedt. Bottenstedt, das muss ungefähr hier liegen. Na, ne? Sag doch mal eine größere Stadt. Größere Stadt? Ja, muss zwischen Hertingen und Gröderburg liegen zwischen eigentlich. Kenne ich auch nicht. Warte mal. Aber Moment mal, da ist Gröderburg. Ja, das ist Gröderburg. Bottenstedt ist nicht mal eingezeichnet. Na ja, du. Ist ja auch noch im Wachsen. Wir sollen in einen Ort ziehen, der nicht mal im Atlas zu finden ist? Bist du verrückt? Ina, schau mal. Anschauen können wir es uns doch wenigstens erstmal. Dass unser Auto auch immer ausgerechnet dann zur Reparatur muss, wenn wir es gerade dringend brauchen. Also dafür kann ich nun wirklich nichts. Außerdem ist die Bahnverbindung nach Bottenstedt sehr gut. Bottenstedt? Wie das schon klingt. Denk nur mal an Valparaiso, Marigny-le-Châtel, Colombey-les-Deux-Églises, Marina di Ravenna und dann Bottenstedt. Überall wäre ich unbesehen mitgegangen, aber ausgerechnet dahin. Du hast schon einen richtigen Auslandsfimmel. Na, Ausland ist auf jeden Fall neu und interessant. Aber die Provinz? Ich hab dir doch gesagt, das ist ein hochinteressantes Projekt für mich. Viel besser als die Japan-Geschichte, vor allem viel aussichtsreicher. Na also, was wollen wir mehr? Wieso wir? Du? Kraftwerk. Sag mal, verstehst du überhaupt was davon? Na ja, du, ich muss mich natürlich erst einarbeiten, aber... Robert, in Kalanda hast du ein ganz herkömmliches Kraftwerk gebaut. Eins, was mit Kohle geht. Und hier geht es um Kernenergie. Ja, nur Liebling, nur begreif doch endlich mal, dass ich kein Kraftwerk baue, sondern Turbinen konstruiere, ja. Und seit neuestem auch montiere. Wie soll ich dir denn das erklären? Na, zu einem Kraftwerk gehören eben Turbinen. Ist das Werk denn schon fertig? Nein, natürlich nicht. Zuerst überwache ich die Montage unserer Turbinen. Hm. Na, vor allem die Koordinierung mit den anderen Arbeiten, dem Rohrleitungsbau, der Elektromontage und der Pumpen. Ach, du, das ist eine Generalstabsarbeit. Ich sehe, du bist da schon ganz zu Hause. Wann kommt denn der Anschlusszug? In 20 Minuten. Ach, kalt hier, nicht? Kalt war es auch zu Hause. Ja, schon, aber ich finde, hier spürt man das mehr, oder? Wollen wir nicht in den Wartesaal gehen? Na ja. Komm.
wenigstens, wo wir hingehören. Da können wir uns auf das Haus bauen, das du mal haben wolltest. Was denn dort? Ja, gerade dort. Da sind nur die Grundstückspreise und die Baupreise noch billig. Also billiger als in der Großstadt. Mhm. Außerdem ist es doch ganz egal, wo das Haus steht. Hauptsache, wir sind zusammen. Zusammen? Du bist doch den ganzen Tag fort. Und ich kenne keinen Menschen in dem Kaff da. In Japan hättest du ja auch keinen gekannt. Nein, aber es hätte mir Spaß gemacht, die Leute kennenzulernen. Also du, ich frage mich wirklich, warum du mitgekommen bist, wenn du doch nur meckern willst. Zahlen bitte. 7 Uhr, wie abwechslungsreich. Nebel, Wiesen, Gräben, Wiesen, Nebel. Da, noch eine Wiese. Kannst du natürlich endlos so weitermachen. Entschuldige bitte. Du hast recht. Die Hauptsache ist, wir bleiben zusammen. Ich werde Bottenstedt auf jeden Fall so vorurteilslos betrachten wie noch nie. Vergiss es nicht. Wir möchten zur Baustelle des neuen Kernkraftwerks. So. Ja. Fahren Sie vielleicht, oder wer? Nein, das ist eine ganz andere Richtung. Na, und wie kommen wir zu der Baustelle? Da gehen Sie erst mal dort. Also da die Hertinger Chaussee lang. Und an der ersten Kreuzung rechts, da geht ein unbefestigter Weg ab. Da stehen auch Schilder. Von der Abzweigung aus sehen Sie schon die Kräne von der Baustelle. Ja, also. Vielen Dank. Wie weit ist denn das ungefähr? Also 8 Kilometer. Robert, 8 Kilometer? Ja, nun machen Sie mal keinen Witz. 8 Kilometer? Ja. Ach du Donnerwetter. Ja, gibt's denn da gar keine andere Verbindung zur Baustelle? Doch, die Werkbusse. Ja, genau. Wann fährt denn so einer? Nur so alle 2-3 Stunden, glaube ich. Gibt's denn hier irgendwo ein Taxi? Ja, da drüben der Glissmann, der hat ein Mietauto. Wenn er da ist, nimmt er sie bestimmt mit. Wie erfreulich, dass es Herrn Glissmann gibt. Komm, Robby. Da haben wir auf der Baustelle keinen Zutritt. Hören Sie mal, wir sind hier verabredet. Werde mal ruhig. Wir sind hier mit Oberbauleiter Lennart verabredet, und zwar wir beide. Ach so? Ja. Das war's anders. Also quer über das Gelände hinter den Barackenneubauten. Da ist die Bauleitung. Danke sehr. Bitte? Was denn? Diesen Dreck fahre ich nicht weiter. Und es scheint ja alles gegen uns zu sein. Was machst du denn? Hier, die Tasche nimmst du mal. Ja, gleich. Moment, ich muss erst bezahlen. Mal ja, stimmt so. Danke. Komm. Dieser Dreck hier, der Vorsicht. Wird mal 50 Meter hoch. Außen ein Stahlbetonzylinder, innen eine Stahlkugel. Als Sicherheitshülle für den Reaktor. Alle Achtung! Ja, ja. Die Kugel wird aus 25 mm starken Stahlblechsegmenten zusammengeschweißt. Der Durchmesser wird 48 Meter betragen.
Das Werk wird mal eine Leistung von 660 Megawatt haben, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Sagen Sie mal, laufen die Bauarbeiten eigentlich parallel mit der Montage der Sicherheitshülle? Ja. Also ich habe da mal was gelesen, da wurde die Hülle außen fertig montiert und später ins Reaktorgebäude eingefahren. Tja, und soviel ich mich da erinnere, hat das eine Menge Bauzeit gespart. Das können Sie nicht vergleichen, die Kugel war kleiner, nur 27 Meter Durchmesser. Na kommen Sie mal, ich will Ihnen da drüben mal was zeigen. Hier bitte. Vorsicht. So. Sie interessieren sich sicher nicht für Planungstechnik, Netzdiagramme und so weiter. Doch, doch. Oh. Ach, Moment mal. Das ist Ihr zukünftiger Kollege Uliacek. Er ist unser Bauingenieur, Herr Sonntag und Frau. Herr Sonntag wird demnächst bei uns anfangen. Ich muss mich entschuldigen, ich muss noch rüber zu Schulz. Hm. So. Da drüben können wir uns ein bisschen aufwärmen. Da sind wir zu Hause, wenigstens tagsüber. Moment mal, Robert. Ja, ich helfe dir. Ich schaff's nicht. Ja, ja. Na, hoppla. Ja. So, na, kommen Sie mal her. Ja. So, Vorsicht, nochmal. Na, Malzer, die sehen ja gut aus. Na, tut mir leid, die Wege kommen ja später dran. Ja, Sie tragen es wenigstens mit Fassung. Tut mir leid, aber wir sind hier auf Damenbesuch nicht eingerichtet. Ja, ja, ich merk's, Herr Lena. Ich merk's. So, bitteschön, die Herrschaften. Dusche und WC. Ah ja, sehr schön. Tja. So, und das wäre das Zimmer, wenn es den Herrschaften gefällt. Donnerwetter. Wir haben es vor kurzem modernisiert. Das lohnt sich jetzt wegen der vielen Gäste, die zur Ach, Baustelle kommen. Ach du meine Güte. Das macht doch nichts, gnädige Frau. Wir werden uns dann schon um Ihre Schuhe kümmern. Ist ja bodenstädter Boden. Ja, wenn die Herrschaften keinen Wunsch mehr haben, dann... Nein, vielen Dank. Doch, ich müsste mal telefonieren. Ich muss Frau Schierhölder anrufen und fragen, was die Kinder machen. Selbstverständlich, mit Dusche, WC und Telefon. Ah, ja. Ja, dann. Danke. Na, gnädige Frau, wie gefällt dir Bottenstedt? Dreckig. Tja, allerdings. Du, aber das Werk ist auch ungeheuerlich, was? Mhm. Kannst du verstehen, dass einem das Spaß macht? Ja. Aber eine anständige Wohnung wäre mir lieber. Das ist das Wohnzimmer. Hat 42 Quadratmeter. Das ist aber schon ein schönes Vorsteck, oder? Sehr schön, ja. Ja. Und wenn Sonne ist, hat es auch Sonne. Ach, dann hat es auch Sonne. Nach Mittags, oder? Nach Mittags. Ich sag doch auch mal was Ihnen. Na ja, komm, schauen wir uns die anderen Zimmer mal an. Ja. Das würde ich sagen, ist das Esszimmer. Nein. Ja. Und das hier? Das Schlafzimmer, oder? Was ist denn das? In 3-4 Jahren haben wir eine Umgehung. Ist alles schon projektiert. Da wäre ja nur die Wohnung, ne? Zentralheizung, nee. So eine trockene Luft ist gar nicht gut für die Bronchien. Das sagt Ihnen jeder Arzt. Ja, und jeder heizt Wohnzimmer und Schlafzimmer zugleich. Da haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen. Wo ist das Badezimmer? Haben wir auch. Nachträglich eingebaut. Ja. Wissen Sie, wir haben zwei Kinder und da ist das ein bisschen klein. Och. Ist auch nicht für täglich gedacht, oder? Im Sommer, da haben wir ja das Freibad da draußen, nicht? Manche baden ja täglich. Aber das ist ungesund. Das zerstört den schützenden Säuremantel der Haut. Das sagt Ihnen jeder Arzt. Na, endlich. Ja, das sieht ja schon ganz anders aus, ne? Die Wohnung hat 94 Quadratmeter. 94 Quadratmeter? Was ist denn der Preis? 280 Mark für die drei Zimmer. Wieso drei? Und was ist das da? Ja, das ist doch noch ein Raum, oder? Ja, aber der gehört nicht dazu, zu den 94 Quadratmetern. Da dürfen Sie nicht rein. Moment mal. Verstehe ich aber nicht. Oh, Entschuldigung, in dem Zimmer wohnt der Opa. Und der Opa bleibt auch drin. Das Zimmer finden wir nicht. Ach so. Ja, bitte. Das ist Gustav gewesen. Robert, unterschreib den Vertrag für diese scheußliche Gegend nicht. Wieso denn? Das ist doch alles schon perfekt. Perfekt?
Ja, du, ich dachte, ich hätte mich da klar genug ausgedrückt. Natürlich habe ich unterschrieben. Natürlich. Na, dann machst du den Vertrag eben wieder rückgängig. So ganz unmöglich. So, das ist unmöglich. Was fragst du mich dann erst, wenn du mich sowieso immer vor vollendete Tatsachen stellst? Also geh doch nach Bottenstedt. Aber ich bleibe mit den Kindern in der Stadt. Ich brauche die Großstadt, Robert. Was hättest du davon? Gar nichts. Na, gehen wir zu Opernpremieren oder gehen wir zu Staatsempfängen oder Nachtbars? Nein, aber allein das Bewusstsein, dass allein man es könnte, beruhigt doch schon. Verstehst du das nicht? Nein, verstehe ich nicht, nein. Außerdem muss ich halbwegs vernünftig wohnen. Und was haben wir bisher gesehen? Rumpelkammern. Aber du hast doch gehört, dass die Firma bereit ist, eine Reihenhaus zu bauen. Und wann ist das fertig? Ja, außerdem wollten wir doch selber bauen. Ja, aber ein Haus kann man doch nicht von heute auf morgen bauen, Robert. Das weißt du genau. Also zieh in das Hotel und amüsiere dich mit den einheimischen Schönen. Ich mach da jedenfalls nicht mit. Ich nicht. Nein, nein, nein. Ina macht da nicht mit. Sie will hier bleiben, hier in der Großstadt. Ach was, ich kenne doch meine Schwester. Die ärgert dich bloß, weil sie sich ärgert, dass du sie geärgert hast. Naja, weil du alles perfekt gemacht hast und sie nichts mehr ändern kann. Kann sie doch nicht wegen jeder Kleinigkeit. Neuer Job und Umzug und so ist für eine Frau keine Kleinigkeit. Aber ich glaube, letzten Endes wird sie doch mitkommen. Kennst du aber Ina schlecht, du. Und du, unsere Mutter. Unsere Mutter? Naja, meine Mutter. Na, Inas Mutter. Ach, eure Mutter? Ja, ich habe sie angestoßen, dass sie Ina mal ein bisschen anstoßen soll. So viel ich weiß, haben die beiden heute Nachmittag miteinander telefoniert. Sag mal, und du meinst, dass da wirklich was zu machen ist? Ich meine nicht nur, ich bin davon fest überzeugt. Aber das wirst du ja sehen, wenn du nach Hause kommst. Bekommen. Du musst deine nur noch anprobieren. Sag mal, Gummistiefel für uns alle? Natürlich. Oder sollen wir im Schlamm von Bottenstedt versinken? Ina, du hattest deine Mutter doch noch geschafft, dich rumzukriegen? Du, ich hab's immer gesagt. Deine Mutter ist so eine Person. Mutti hat damit nichts zu tun. Sondern? Da war ein Anruf vom Werk. Ein Reihenhaus wird doch schon früher frei. Und wenn wir wollen, können wir in 14 Tagen einziehen. Bitte, was willst du denn mehr? So? Was willst du machen? Nur telefonieren und gleich nicht mieten. Nicht mehr nötig. Warum? Habe ich längst getan. Ohne mich zu fragen? Mhm. Du schmeckst nach Bier.